Guten Morgen. Ja, ich wollte diese Zeit, die ich jetzt habe, in die ich sowieso in meinen Gedanken immer bin, nutzen, mit euch ein bisschen Klarheit hinter das Thema zu bringen, was es eigentlich bedeutet, wenn man sagt, ja, wir sind alle eins. Es war auch etwas, womit ich lange nichts anfangen konnte und gedacht habe, ja, was soll denn das heißen für mich? Okay, wir sind alle eins. Ich habe das dann ein bisschen besser verstanden, als ich mich mit Dr. Joe Dispenza auseinandergesetzt habe. Aber, guten Morgen. Aber was es wirklich heißt, wir sind alle eins. Wo sind wir alle eins? Ich habe meine eigenen Vorstellungen, ich habe mein eigenes Leben. Was heißt es, wir sind alle eins? Und es ist so wichtig, das zu verstehen, was es bedeutet, wir sind alle eins, weil dann würde es ja eigentlich auch heißen, wenn wir alle eins sind, dann bin ich auch alles, ja? Ich bin auch alles. Und da verändert sich schon mal ganz, ganz groß die Perspektive. Und zwar geht es nicht darum, dass ich sehe, wie ich die anderen bin. Ja? Also wenn ich die anderen aus meiner Perspektive, wenn ich die anderen anschaue, wenn ich andere anschaue und sehe, wie sie leiden oder wie sie krank sind, was hat es mit mir zu tun? Wieso bin ich eins mit Leidenden, mit Kranken, mit Unglücklichen? Wieso sind wir alle eins? Und das ist eben eine falsche Perspektive. Ich muss auf ein anderes Level gehen. Ich kann nicht aus meiner Menschenseinsperspektive begreifen, wie wir alle eins sind. Sondern ich muss verstehen, dass ich als reines Bewusstsein, respektive als reines göttliches Bewusstsein, eben in kompletter Liebe und kompletter Perfektion aus einem Bewusstsein heraus entstanden bin, das nur Perfektion sieht, das nur Liebe sieht. Und dass das mein Urbewusstsein ist, das ist das mein göttliches Sein ist, das ist das, wo ich Gott bin. Also ich bin nicht auf einer Ebene, die hier auf meiner Ego-Ebene, bin ich nicht mit allem verbunden, bin ich nicht alles eins. Erst auf der höchsten Ebene meines Seins, wo diese ganze menschliche Story, die ganze menschliche Geschichte und wo ich herkomme und die ganzen Probleme und die ganzen Systeme, wenn ich mich darüber erhebe und weiß, wer ich wirklich, wirklich bin, dann weiß ich auch, wer alle wirklich, wirklich sind. Und alle sind aus einer göttlichen Idee, in der Bibel steht es ja auch, als Abbild Gottes entstanden. Und wenn wir alle Stories, wenn wir alle sorgenvollen Gedanken, alle Mangelgedanken, alle Krankheitsgedanken zur Seite legen und sagen, oh, ich kenne ja die Wahrheit. Die Wahrheit ist komplette Fülle, Liebe und Perfektion. Und diese Wahrheit gilt für alle. Diese Wahrheit gilt für die Herkunft, für die Idee, für die Vorstellung jeden einzelnen Menschen. Und auf dieser Ebene sind wir alle eins. Und wenn ich hier meine göttliche Perspektive, mein göttliches Verständnis, mein Verständnis aus kompletter liebender Perfektion aufsetze, dann bin ich in der Macht des Schöpfers. Und wenn ich dann weiß, wir sind alle eins, dann weiß ich, dass wenn ich in meinem Gotteszustand, ich in meinem göttlichen Bewusstsein, wo ich selber nichts mehr bin von meiner Story, wenn ich nichts mehr bin
von meinen Definitionen, wenn ich nichts mehr bin von meinen Ansichten, wenn ich das alles abgelegt habe, und das ist eben auch, was Dr. Joe Dispenza von euch möchte, wenn er euch in die Meditationen führt und dann hinterher in den Zustand zu keiner Zeit, an keinem Ort, niemand zu sein, keine Persönlichkeit mehr zu sein, dann möchte er, dass du deinen Gotteszustand, deinen freien Zustand ohne irgendwelche menschlichen Einschränkungen, Bedingungen, Überzeugungen wahrnimmst. Und dann spürst du diese Fülle, dann spürst du diese Leichtigkeit und dann spürst du diese Bedingungslosigkeit. Und in diesem Bewusstsein, in diesem Zustand, in diesem God State, in diesem göttlichen Zustand, wie es Neville Goddard nennt, sind wir alle eins. Da sind wir alle gleich. Das ist die Wahrheit über jeden Einzelnen von uns. Wenn wir diese ganzen Geschichten, diese ganzen Überzeugungen, diesen ganzen Mindfuck ablegen und eben in diesen God State, in diesen Zustand kommen, Dr. Joe Dispenza nennt es, wo du nichts und niemand bist, wo keine Zeit ist, wo kein Ort ist, wo du reines Bewusstsein bist und wo auch keine Identifikation mehr mit deinem Körper, mit deiner menschlichen Hülle stattfindet. Da sind wir alle eins. Und wenn du alleine dorthin gehst, in diesen Zustand, nur in dieses Bewusstsein, aus meiner Erfahrung musst du nicht mal diese riesengroßen, langen Meditationen machen, sondern du musst einfach nur tief in dir deine Wahrheit wissen und kennen. Und wenn du diese Wahrheit so fest weißt, dass auch dein menschlicher, analytischer Verstand mit dir einer Meinung ist, dann bist du in diesem Schöpferzustand. Dann bist du in dem Zustand, wo du Heiler bist, wo du Heilung erschaffst, wo du die ursprüngliche Wahrheit der Perfektion erschaffst. Und dann kannst du dich und andere heilen, weil dort weißt du, du bist eins und du weißt, diese Einheit ist nur auf diesem perfekten Level der Fehlerlosigkeit, der absoluten Perfektion, der absoluten Liebe, der absoluten Hingabe in das Fehlerfreie. Und dann bist du auch glückselig, weil du erfüllt bist, es fehlt nichts. Und aus diesem Zustand, dieses Bewusstsein auf andere zu projizieren, dass sie heil sind, dass sie perfekt sind, dass ihnen nichts fehlt, dass sie gesund sind, dann heilst du dich und andere. Und das ist deine Macht und das ist deine Kraft. Nur unser normaler Automatismus bringt uns halt immer wieder dazu, das Unheile zu projizieren, die Krankheit zu projizieren, das Leid zu projizieren, die Armut zu projizieren, den Mangel zu projizieren. Aber das ist nur ein Bild, das ist nur eine Geschichte, die uns erzählt worden ist, dass das Leben so funktioniert. Aber die Wahrheit unseres Seins ist eben dieses Reine, dieses Perfekte, diese Liebe, diese Grenzenlosigkeit, diese Freiheit, diese Versorgtheit und diese Sicherheit, die uns zur Verfügung steht. Wir müssen sie nur einfordern. Und das mache ich, indem ich weiß, ich bin frei, ich bin sicher, immer. Und dann wird sich mein äußeres Leben näher und näher diesem göttlichen Paradies entwickeln. Ich habe es in der Hand. Ich entscheide, wo ich bin. Bin ich hier dieses kleine, opferliche Erdenmenschchen oder erhebe ich mich in mein wahres Seinszustand? Und hier geht es nicht irgendwie höheres Selbst zu challengen und so weiter. Nein, ich bin es. Ich bin's jeden Moment und zwar bedingungslos. Ja, ich bin dieses perfekte göttliche Wesen, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Das ist der einzige Unterschied.
Und wenn du das deinem Verstand beibringst und immer wieder wiederholst und anfängst, deine Welt, deine Mitmenschen, deine Möglichkeiten aus dieser perfekten, geliebten, sicheren Perspektive zu betrachten, bist du komplett frei. Und alles ist für dich möglich. Und dann bist du in dem, was du wirklich, wirklich bist. Und heilen heißt ja nur, perfekt und heil und ganz zu sein. Und das ist eben dieser Urzustand, der uns gegeben worden ist, mit dem wir hier ausgestattet sind. Wir haben es vergessen, es sind nun andere Sachen eingetrichtert worden, sodass wir diesen Glauben, die Bibel ist nicht zu daneben, der Glaube, das Wissen, wie es wirklich funktioniert mit uns hier auf Erden, jetzt wieder erlangen dürfen, in unsere komplette Kraft kommen dürfen. Schon allein dieses tiefe, tiefe Wissen bringt dich in die absolute Freiheit und in deine Schöpferkraft, dass du nur noch sagen kannst, ich will das, ich will das, ich will das. Und ich bin dazu da, um dich daran zu erinnern, weil das ist mein Job, das mache ich auch mit mir die ganze Zeit. Ich diskutiere mit meinem logischen Verstand, der mit so viel anderem Wissen aufgefüllt ist, das mir weismacht, hier besteht eine Trennung und ich aber immer aus diesem Verstand versuche, das zu finden, wo wir alle eins sind. Und aus diesem Verstand finde ich es nicht. Ich finde es nur aus meiner göttlichen Perspektive, aus dem göttlichen Verstand, aus dem göttlichen Wissen. Und es sollte ein kleines, kurzes, hoffentlich, weiß ich gar nicht, habe dich auf die Uhr geschaut, Video sein für dich, das dich wieder erinnert, wo du hergekommen bist, wofür du hier bist, was du alles bewirken kannst, wenn du in deinem wahren Seinszustand bist. Gib nicht auf, arbeite daran, es ist die einzige Wahrheit über dich. Alles andere, alles was beschränkt, alles was dich einsam, krank macht, lieblos, ängstlich und so weiter, ist nicht deine Wahrheit. Ich bin hier, dich daran zu erinnern, was deine Wahrheit ist. Wenn dieses Video dir geholfen hat, wenn es dich inspiriert hat, bitte hinterlasse mir einen Kommentar auf YouTube. Gerne, gerne ein Like. Und auch sehr gerne abonniere meinen Kanal. Ich bin immer dran, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, so dass du dir ein Leben mit allen Wünschen und Träumen in Erfüllung für dich hier und jetzt kreieren kannst. Denn du bist die Einzige, die es kann. Du bist der Einzige, der es kann. Du bist eben alles. Und in diese Kraft einzutreten und zu wissen, wie das zu handeln ist, das ist meine Aufgabe, das zu vermitteln. Alles Liebe und einen ganz schönen Tag.